Wenn Voidika ihren Schatten auf dich geworfen hat, kann dies nur bedeuten, dass sie dein Potenzial bei der Förderung ihres Ehrgeizes erkennt. Du fühlst, wie die restaurierte Krone von Voidika glühende Hitze abgibt, aber einen Moment später kühlt sie sich wieder ab. I thank you for your perspective. Yours is not the only opinion that concerns me. But for the moment, it offers much to consider. Ich danke dir für deine Perspektive. Ich muss mehr als deine Meinung in Betracht ziehen, aber momentan bietet sie viele Denkanstöße. All I ever wanted for mortals was growth, transformation. Once, my brothers and sisters shared this goal. Ich wollte immer nur Wachstum für Sterbliche, Umwandlung. Eins haben meine Brüder und Schwestern das gleiche Ziel verfolgt. Some have forgotten themselves, giving into fatalism or tyranny. Others have succumbed to apathy. Manche haben sich selbst vergessen und sind sich Fatalismus oder der Tyrannei ergeben. Andere sind in die Teilnahmslosigkeit verfallen. It brings me great sorrow that crisis is the only way to set the future in motion. Would that I could pass the responsibility of heralding your darkest hour to another. Es bereitet mir großes Leid, dass Krisen der einzige Weg sind, um die Zukunft in Gang zu bringen. Wie gerne würde ich die Verantwortung, deine finsterste Stunde zu verkünden, jemand anderem überlassen. Never forget that trust and coordination between mortals brought you to this place. Your future is built on a foundation of hope, and you have laid the first stone. Vergiss nie, dass dich Vertrauen und Zusammenarbeit unter den Sterblichen hierher gebracht haben. Die Zukunft baut auf Hoffnung auf und du hast dafür den Grundstein gelegt. Bevor dies vorbei ist, bin ich an der Reihe mit den Fragen. Ask. You are entitled to any answer that is mine to give. Dann frag, du hast das Recht auf jede Antwort, die ich dir geben kann. Was passiert, nachdem das Rad gebrochen ist? The great work of the Ingwithans falls to ruin. Reincarnation as we know it will end. Die große Leistung der Ingwithaner verfällt in Schutt und Asche. Die Reinkarnation, wie wir sie kennen, wird enden. Souls which currently await new life in the beyond will be born into the world as normal, but their numbers will not replenish. Seelen, die momentan im Jenseits auf neues Leben warten, werden wie üblich in die Welt geboren, aber sie werden nicht ersetzt. Anything that dies will tarry in the void of the in-between, awaiting the motion of a wheel that no longer turns. Was stirbt, wird in der Leere des Zwischenreichs verharren und auf eine Bewegung am Rad warten, das sich nicht mehr dreht. Once the beyond has emptied, every birth will be hollow-born. Other maladies of the soul may follow and plague those who linger in life. Ist das Jenseits einmal leer, wird jede Geburt zum Hohlgeborenen. Andere Seelenkrankheiten können folgen und diejenigen befallen, die noch am Leben sind. Unless mortals work together to carve a new path, the essence of life will be trapped in the netherworld. Gods will starve. Eora will grow silent and cold. Wenn die Sterblichen nicht gemeinsam einen neuen Pfad schmieden, wird die Lebensessenz in der Unterwelt gefangen bleiben. Die Götter werden verhungern, Eora wird verstummen und erkalten. Ja, warum wird die Reinkarnation nicht einfach zu dem Zustand vor dem Rad zurückkehren? Das ist interessant. The cycle of reincarnation. We broke what had once functioned naturally and without intervention. The flow of essence will not normalize on its own. Als wir den Zyklus der Reinkarnation zähmten, haben wir zerbrochen, was einst natürlich und ohne Eingriffe funktionierte. Alleine kann der Fluss der Essenz nicht mehr zum Normalzustand zurückkehren. Danke, jetzt bin ich endlich mal informiert. Also es gab eine natürliche Reinkarnation und die haben sie kaputt gemacht. Essence will simply pool in the void of the in-between. Never passing through Adra networks to the beyond. The dead will be left to wander in darkness, confusion and sorrow. Die Essenz wird sich einfach in das Leere im Zwischenreich ansammeln und niemals über das Adra-Netz ins Jenseits gelangen. Den Toten bleibt nichts anderes übrig, als in Dunkelheit, Verwirrung und Sorge zu wandeln. Wie lange wird es dauern, bis in Eora alles Leben ausgestorben ist? A generation or more. That much essence is already poised to flow into Eora. But unlike an hourglass, no amount of turning will compel the sand to reverse its course. Eine Generation oder mehr, so viel Essenz steht schon bereit, um in die Eora einzufließen. Aber das ist nicht wie ein Stundenglas. Egal wie oft man es auf den Kopf stellen mag, der Sand wird nicht mehr rückwärts laufen.
Should you choose, you could lay down your burden and trust in your children's children to set matters right. That depends entirely on you. Solltet ihr das so wollen, könnt ihr eure Last ablegen und euch auf eure Kindeskinder verlassen, damit sie die Sache wieder zurechtbiegen. Das hängt ganz von euch ab. By your reckoning, there are still good years to come. By ours, time is short. So wie ihr es seht, kommen noch gute Jahre. Für uns ist die Zeit kurz. Das bringt nicht nur die Sterblichen in Gefahr. Was du tust, bedroht die Götter. Yes. They must work toward a solution or perish. Ja, sie müssen an einer Lösung arbeiten oder untergehen. If that task is beyond their skill, then they no longer deserve their position. I would have them justify their right to lead. Wenn diese Aufgabe ihr Können übersteigt, verdienen sie ihre Stellung nicht mehr. Ich müsste ihre Führungsstellung rechtfertigen. That could mean swallowing their pride and hearkening to the wisdom of mortals. Some, I expect, will perform better than others. Sie müssten ihren Stolz vergessen und auf diese Weise die Sterblichen hören. Manche werden das wohl besser können als andere. Voetica betrachtet dies als Prüfung, eine, die wir nicht bestehen sollen. Voetica is entitled to her opinion. If the intent of this test is to justify an uprising to come, that is more worrisome. Voetica hat das Recht auf ihre eigene Meinung. Wenn diese Prüfung einen kommenden Aufstand rechtfertigen soll, ist das besorgniserregender. The other gods must decide for themselves if mortals are ready to dictate their future. Should Voetica's tyranny prove the only alternative, mortals must prepare for a terrible conflict. Die anderen Götter müssen selbst entscheiden, ob die Sterblichen bereit sind, ihre Zukunft zu diktieren. Sollte sich wohl Dikas Tyrannei als einzige Alternative erweisen, müssen sich die Sterblichen auf einen schrecklichen Kampf vorbereiten. Your perspective bridges eternity, Watcher. Many will look to you to mediate differences that could shake the very foundations of Aeora. Deine Sicht überbrückt die Ewigkeit, Wächter. Viele werden auf dich hoffen, um die Unterschiede zu glätten, die die Grundfeste von Aeora erschüttern könnten. Wie kann jemand den Göttern trauen, nach dem, was du angerichtet hast? No one is worthy of unconditional trust. If you feel the gods are beyond forgiveness, then they don't deserve your obedience. Make your future one that doesn't require them. Niemand hat bedingungsloses Vertrauen verdient. Wenn ihr glaubt, dass man den Göttern nicht vergeben kann, dann verdienen sie auch nicht euren Gehorsam. Gestaltet eure Zukunft so, dass sie unnötig sind. Should you choose to accept the gods, I hope that you temper your faith with skepticism. Solltet ihr euch für die Götter entscheiden, hoffe ich, dass euer Glaube von Skepsis begleitet wird. Dafür hattest du ja tausende lang Zeit, warum gerade jetzt? For several reasons. My strength was diminished after the Godhammer bomb, and assuming this form took incredible effort. Aus vielerlei Gründen. Nach der Götterhammerbombe war ich geschwächt und diese Gestalt anzunehmen hat mich unglaublich viel gekostet. With so many vying for control of the Deadfire, I also saw a ripe opportunity for mortals to cast aside their differences and stand together as one. Da so viele um die Kontrolle des Todes kämpfen, sah ich auch eine gute Gelegenheit für Sterbliche, ihre Unterschiede zu vergessen und sich zu vereinen. They have never been more powerful, more capable. Because of this, the gods must justify their importance or be proven obsolete. Sie waren nie stärker, fähiger. Daher müssen die Götter ihre Bedeutung rechtfertigen oder sie haben sich als unnötig erwiesen. Ich habe dir Ketnua nicht verziehen. I apologize, Watcher. There is nothing I can do to restore the glory of your hard-won and poorly situated estate. Ich entschuldige mich, Wächter. Ich kann nichts tun, um dein hart erkämpftes Anwesen in schlechter Lage wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. What happened to Cadnua was not personal in nature. I would have occupied the statue even if it was buried beneath Defiance Bay. Was in Ketnua passierte, war nicht persönlich gemeint. Ich hätte die Statue besetzt, selbst wenn sie unter der Trutzbucht begraben gewesen wäre. Given your perseverance, I know that a second home cannot be distant in your future. You have only to seek it out. In Anbetracht deiner Ausdauer weiß ich, dass dir in nicht allzu ferner Zukunft ein Zweiteil winkt. Du musst nur danach suchen. Das ist alles. Und was passiert jetzt? I must attend to my final work now.
I cannot delay any longer. Ich muss mich jetzt um meine letzte Aufgabe kümmern. Länger darf ich das nicht hinausschieben. You have carried a heavy burden across the Deadfire Watcher. Before I go, I would rid you of it. Du hast eine schwere Bürde durch das Todesfeuer getragen, Wächter. Ich möchte dich davon befreien, bevor ich dich wieder verlasse. Yotas Worte sind kaum in deinem Kopf eingedrungen, als du auch schon in dir einen letzten misstönenden Glockenhall hörst. Dann herrscht Stille. Der Knoten, der sich formte, als die bleiche Ritterin dich erstmals im Jenseits angesprochen hat, hat sich aufgelöst und ist verschwunden. You are free now. As free as any of us can be. Du bist jetzt frei, Wächter, so frei wie jemand von uns nur sein kann. Many will come to you for help in the years ahead. Animancers, priests, even the gods themselves. Viele werden in den kommenden Jahren zu dir kommen, um Hilfe zu erbitten. Beseeler, Priester, sogar die Götter selber. I have great hope for you. But always remember that your future is for you to decide. Use your freedom well. Ich setze große Hoffnung in dich, aber denke immer daran, dass du allein über deine Zukunft entscheiden musst. Nutze deine Freiheit gut. Aethys squares himself to the machine. As you move to a safe distance, he draws his fist back and resumes his assault. The blows rain down with increased fervor, but the machine perseveres in spite of his efforts. Spreading his arms wide, Aethys draws power from the luminous Audra clustered around the valley. The energy courses through his body, limbs overflowing with intense light and waves of heat. Eotas stellt sich vor die Maschine. Während du dich in sichere Entfernung begibst, holt er mit seinen Fäusten aus und nimmt seinen Angriff wieder auf. Die Schläge regnen mit verstärktem Eifer auf die Maschine hinab, die trotz seiner Bemühungen standhält. Eotas breitet seine Arme weit aus und zieht Macht aus dem leuchtenden Ader rings um das Tal. Die Energie bahnt sich ihren Weg durch seinen Körper, seine Gliedmaßen strahlen intensiv Licht- und Hitzewellen aus. He returns to his task. Each strike bringing with it the sound of cracking stone and twisting metal, the flickering of luminous Audra across Ukaizo. As the ancient machine finally begins to succumb to his strength, so too does Aethys's body, built to withstand the passage of thousands of years. The great Audra statue has finally been pushed beyond its limits. Er kehrt zu seiner Aufgabe zurück. Jeder Schlag bringt das Geräusch von zerbrechendem Stein und sich verbiegendem Metall hervor. Das Flackern des leuchtenden Adras auf Ukaizo. Als die antike Maschine endlich seiner Stärke nachgibt, gibt auch Eotas Körper langsam auf. Die große Statue, die gebaut wurde, um die Jahrtausende zu überstehen, wurde nun über ihre Kraft beansprucht. Cracks appear along the hands, then race up the arms. Aethys does not slow his assault, but continues unabated. Its brass rings twisted. The machine spins erratically but withstands the relentless barrage. Aethys stands astride it and pummels the base of the machine. Soul energy begins to flare out from the machine's heart, warping the air with the intense heat. Aethys drives his right fist into the machine's center, the core of metal and Audra. The god lets out a deafening shout. Something between a cry of anguish and a roar of exultation. Risse erscheinen entlang der Hände und breiten sich über die Arme aus. Eotas verlangsamt seinen Angriff nicht, sondern macht ungerührt weiter. Mit nun verbogenen Messingringen dreht sich die Maschine unkontrolliert, widersteht aber den unermüdlichen Angriff. Eotas steht daneben und hämmert auf die Basis der Maschine ein. Seelenenergie strömt aus dem Herz der Maschine heraus und krümmt die Luft mit ihren intensiven Wärme. Eotas schlägt mit seiner Faust genau in die Mitte der Maschine, in den Kern aus Metall und Adra. Der Ghost lässt einen ohrenbetäubenden Schrei los, irgendetwas zwischen einem Angstschrei und Triumphgejohle. You see Aethys's arm shatter upward from his hand through his elbow. A flash of light and heat bursts from the core, accompanied by a cacophony of destruction. The moment passes, as Aethys's shout echoes throughout the valley. Your eyes begin to recover. The god's work is accomplished. The great machine of Ukaizo has been destroyed. Du siehst, wie has been unmade. Du
Du siehst, wie Iotas Arm von seiner Hand bis zum Ellbogen zerschmettert wird. Ein Lichtblitz und ein Wärmestrahl brechen aus dem Kern hervor, begleitet von einer Kakophonie der Zerstörung. Der Moment vergeht, als Iotas Schrei durch das Tal hallt, beginnen sich deine Augen zu erholen. Das Werk des Gottes ist getan, die große Maschine von Okaiso wurde zerstört, das Rad wurde beseitigt.